die Landeshauptstadt Potsdam, die ihr Umweltproblem auf Kosten der Nachbargemeinden lösen will, veranstaltete einen Informationsabend in der Mehrzweckhalle in Schwielowsee, Ortsteil Geltow. Vertreter von Bund, Land und der Stadt Potsdam selbst erklärten vielwortig, warum sie wie handeln müssen. Keiner jedoch gab eine Antwort darauf, warum die Stadt das Problem rücksichtslos auf Kosten anderer Gemeinden angeht, obwohl es auch nachweislich andere Lösungen gibt. Also worum geht's? Die Stadt Potsdam wächst, wurde gerade schon gesagt. Damit nimmt auch der Verkehr in jedweder Form zu. Deshalb ist es einfach erforderlich, ein Konzept zu erarbeiten, wie geht man mit dem Verkehr um. Diese Einzelmaßnahme, um die es hier heute schwerpunktmäßig geht, nämlich die Dosierung an der Ortseinfahrt der B1, ist eben nur ein Teil von einem gesamten Konzept. Und was noch dazu gehört, werde ich Ihnen hier kurz erläutern. Die Aufgabe des Verkehrskonzeptes ist es, ein Leitbild zu machen für die verkehrliche Entwicklung der Stadt Potsdam. Und dabei geht es um eine Optimierung aller Verkehrsarten, ist ein sehr allgemeiner Begriff. Aber das heißt, wir können nicht alle aufs Fahrrad oder alle aufs Auto oder in den ÖPNV bringen, sondern alle Verkehrssysteme haben nebeneinander ihre Existenzberechtigung. Und dieses Nebeneinander muss eben so optimiert werden, dass die Stadt lebenswert bleibt, dass der Verkehr möglichst fließend bleibt, also keine einseitige Orientierung oder keine Übernutzung einzelner Verkehrsanlagen. Die Sicherung der Mobilität steht hier ganz unten als wesentliches Ziel und die Verringerung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen. Dazu wird dann im Einzelnen sicherlich der Herr Jonas auch uns noch was erzählen. Warum springt es jetzt nicht weiter? Okay. Mit welchem Verkehr haben wir es jetzt zu tun? Den Verkehr, den wir im Potsdamer Straßennetz sehen. Hier gibt es drei Verkehrsarten. Der dicke in dem kleinen in der kleinen Karte hier seitlich zu sehen, der dicke Pfeil, das sind ca. 19.000 Fahrten, das ist der reine Durchgangsverkehr von Potsdam. Die fahren an der einen Seite rein in die Stadt, fahren an der anderen Seite wieder raus. Dann haben wir einen Anteil von 140.000 Fahrten, der bewegt sich nur innerhalb der Stadt, also der typische Binnenverkehr, der Potsdamer selber, der hausgemachte Verkehr. Und dann haben wir noch einen sehr großen Anteil, nämlich 200.000 Fahrten. Das ist der Quell-Ziel-Verkehr, also sowohl Potsdamer, die nach außen fahren, als auch Auswärtige, die nach Potsdam kommen. Nur um mal die Größenordnung zu sehen, das bezieht sich auf den Kraftfahrzeugverkehr. Hier als wesentliche Grundlage zum anderen die Pendlerbeziehung von Potsdam in das Umland. Die Pendlerbeziehung nach Berlin ist jetzt nicht in diesen schematischen Halbkreisen dargestellt. Dieser Kreis wäre viel zu groß. Da haben wir hier oben mal die Zahl 26.000. Aber man sieht hier, die roten Halbkreise sind die Auspendler von Potsdam in die jeweilige Region. Und Geltow haben wir ja hier unten zu liegen. Also es wird Betrachtung der Stadt Potsdam dargestellt, die auf die Bedürfnisse und auf die Umlandgemeinden keine Rücksicht nimmt. Es ist wirklich ein reiner Luftreinhalteplan, wie sich die Stadt Potsdam es vor sich vorstellt, aber auf die Bedürfnisse, die die Gemeinde Schwielowsee jetzt als Luftkurort hier hat, keine Bedürfnisse macht. Sie probieren etwas aus, was in der Bundesrepublik einmalig ist, aber andere Konzepte, wie zum Beispiel eine Umweltplakette oder Umweltzonen, werden von Ihnen hier mit keinster Silbe erwähnt, obwohl ich diese Maßnahme auch vorgestellt habe, wurde mir geantwortet, naja, die Maßnahme wäre nicht so eingreifend, eine Umweltplakette wie die Förderampel, die würde mehr Sinn machen. Ich habe dazu nur eine Frage, die ist eine Folgefrage, die sich daraus ergibt. In diesem Zusammenhang habe ich auch gefragt, die breite Straße. Das Luftschadstoffe ist warum so wichtig und weshalb muss reagiert werden, wenn ein Stand an Luftschadstoffen überschritten wird? Wie prüfen Sie das? Und wie beauflagen Sie da die Kommunen? Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich versuche mal, in das Thema ein bisschen reinzugucken und einzusteigen. Ich habe extra keine PowerPoint mitgebracht, weil das Thema ist zu umfangreich. Es ist insgesamt viel zu kompliziert und umfangreich, um es hier mal einfach so abzuhandeln. Ich versuche mal, ein paar Stichworte zu geben. Seit wann wir uns mit dem insbesondere die Stopping-Ofer 2012, ich bin noch morgen
insbesondere die Stop-and-Go-Vorgänge zu reduzieren. Das heißt, unsere erste Aufgabe war eigentlich, in diesen Bereichen, die Stop-and-Go, in den Hotspot-Bereichen, aber wir könnten gerne darüber reden, in diesen Bereichen, wo wir eben Grenzwerte überschreiten,